Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus und manchmal auch ein eigenes Logo. Wie der Papstbesuch im September in Deutschland. Wir werden ihn herzlich begrüßen und aufnehmen. Und für mich ist ein Schwerpunkt einfach die Botschaft, dass es Kirche lebendig ist, dass unsere Kirche jung ist und dass es wirklich zu einem geistlichen Ereignis wird und damit auch zu einer geistlichen Erneuerung unserer Kirche in Deutschland beiträgt und wieder Mut macht, gerade im Blick auf die Zukunft. Erste Station ist Berlin, mit offiziellen Besuchen bei Kanzlerin und Bundespräsident und mit einer Rede vor dem Bundestag. Die Rede im Bundestag gibt ihm durch die Gelegenheit, die Werte anzusprechen, auf die es in der Gesellschaft ankommt, die Werte anzusprechen, von denen Europa lebt und auch den Menschen zuzusprechen, wirklich die Gesellschaft aus diesen christlichen Werten heraus zu gestalten, dazu Mut zu machen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft für Deutschland. Die zweite Station ist Thüringen, mit Erfurt und mit einem Abstecher ins Eichsfeld, nahe der ehemaligen Grenze. Ich denke, dass der Papst sich bewusst ist, dass er in Thüringen und in Sachsen in den Ländern ist, wo die Reformation ja ihren Ausgangspunkt nahm. Und das wollte er und wird er würdigen. Ich denke, dass es wichtig ist, wenn man zu inhaltlichen Übereinstimmungen auch kommen will, im gemeinsamen Glauben, braucht es auch die richtigen atmosphärischen Bedingungen. Inhaltlich erwarte ich, dass wir im Gespräch miteinander zu einer ähnlichen Übereinkunft kommen wie in der Rechtfertigungslehre 1999. Wir brauchen eine Übereinkunft im Verständnis von Kirche und dem Amt in der Kirche. Letzte Station ist dann Freiburg, wo vor allem die Jugend im Mittelpunkt steht. Bis dahin aber steht noch jede Menge Vorbereitungsarbeit an. Ich spüre natürlich, dass die Vorbereitungen viel Zeit und Kraft verlangen. Vielleicht geht es so, wie mir Hanna Lehmann sagte, wenn der Heilige Vater dann abgereist ist, alles gut gegangen ist, dann wirst du heilfroh sein, aber auch schrecklich müde. Insofern weiß ich um die Anstrengungen, aber denen stelle ich mich gern.